Bei mir gibt es heute Porridge zum Frühstück. Noch 2 Tage, dann habe ich Sommerurlaub. Stehen noch ein paar Termine an, bevor wir fliegen, aber nicht mehr lang. Dann geht es ab nach Amerika. Im Moment ist wegen Zeitmangel das mit dem Walken gehen 4-mal die Woche tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ich baue wirklich Alltagsbewegungen ein, wo ich noch kann. Sei es, dass ich in der Mittagspause eine halbe Stunde rumlaufe oder mal kurz zum Friedhof rübergehe oder dass ich 2, 3 Haltestellen laufe, statt mit der Bahn zu fahren. Also das mache ich wirklich eigentlich täglich. Das sieht man auch an meinen Schritten. Und ja, ich nehme jetzt einfach mit, was ich kann. Gestern Abend habe ich noch 2 Stunden in der Küche gestanden und hier Muffins gebacken und Couscous-Salat und vegane Hackbällchen für Klassenpicknick von meinem Sohn. Morgen ist der letzte Schultag für ihn. Ja, es ist für uns alle eine spannende Zeit. Aber auch bisschen stressig. Aber es ist ja immer so. Das Gute daran ist, dass dadurch auch diese Fixierung aufs Wiegen so ein bisschen nachgelassen hat. Das ist auch immer so, wenn ich einfach andere Sachen um die Ohren habe, dann gewinnt das an Wichtigkeit, er verliert das an Wichtigkeit und das hat es jetzt auch getan. Ich wiege mich nicht mehr täglich. Weil das kann schon richtig obsessiv werden. Kennen bestimmt alle Operierten. Ja, aber ich finde schon, habe letztens mal, das ist für mich wirklich eine Form von Eigentherapie, wenn ich auch alte Videos von mir gucke, von vor einem halben Jahr zum Beispiel, oder vor einem Jahr und dann doch immer sehe, dass ich zwar das Gefühl habe, stillzustehen, aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung da. Zum Positiven und die sieht man oft erst so richtig im Zeitraffer. Wenn ihr Bock drauf habt, ich kann euch echt nur empfehlen, eure Abnehmreise in irgendeiner Form festzuhalten und ein paar kleine Videos zwischendrin mit Ernährungstagebüchern. Ich hole mir dann auch immer mal wieder Inspiration, was ich mal wieder machen könnte. Und das kann man ja auch einfach schriftlich machen. Ich habe das zum Beispiel im Jahr 2010 einfach mir ein Schulheft genommen und da meine Sachen so grob aufgeschrieben. Oder in einer App vielleicht. Also es hilft auf jeden Fall dabei, sich immer wieder bewusst zu machen, wo man hergekommen ist und dass man sich doch weiterentwickelt hat, sowohl im sportlichen als auch im optischen, als auch Gewicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Videos von Dezember, Januar angucke, von mir, von vor einem halben, 6, 7 Monaten, auch vorm Umbau. Ich hatte ja vom Umbau die 113 Kilogramm, fast 114. Und auch wenn man immer den Eindruck hat, es hat sich jetzt gar nichts mehr getan. Aber ich meine, guckt mal, das ist 7 Monate her. Ich bin schon über 2 Jahre operiert und ich habe jetzt nach dem Umbau trotzdem noch mal 10 Kilogramm abgenommen. Ja, das ist doch eigentlich super. Denn ihr wisst ja alle, ich habe ja nicht gehungert. Ich habe ja sehr, sehr, sehr gut gegessen, wie immer, ne? Und ist ja eigentlich total toll. Aber man vergisst das immer so ein bisschen, weil wenn die Waage dann 4 Wochen lang auf 104 Kilo steht oder 6 Wochen, das ist halt nach einem gewissen Zeitraum einfach auch normal, dass da so eine Stagnation reinkommt oder es nur noch sehr spärlich geht, vor allem wenn man jetzt nicht wie am Anfang eben nur von Luft und Liebe lebt. Und es passiert aber was. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag.